Mit der Hamlet stelle ich euch heute eine weitere Fähre von Four Sea Ferries vor. Auch dieses Schiff verkehrt zwischen Helsingborg und Helsingør. Und wir schauen uns einmal den Innenraum an. Wir haben hier auch direkt am Eingangsbereich die Food Express Lounge, also einen Bistro-Bereich, wo ich während der kurzen 20-minütigen Überfahrt schnell etwas essen kann. Dann im vorderen Bereich befindet sich eine Lounge, wo ich einfach die Landschaft genießen kann, den Blick aufs Meer. Man hat ja bei so einer kurzen Überfahrt auch immer Land in Sicht. Also da gibt es einiges zu sehen, da ist hier der richtige Platz. Und dann gibt es hier auch Konferenzräume, die man anmieten kann. Hier war einer zufällig offen, kann man mal kurz einen Blick reinwerfen. Und dann ist das hier das Restaurant an Bord. Kommen wir später gleich nochmal dazu. Und hier noch die Außenbereiche des Schiffes. Dieses Schiff fährt noch mit einem regulären Dieselantrieb. Hier noch ein Blick in den Boardshop. Da natürlich hauptsächlich alkoholische Angebote. Ich habe mich dann einmal in das Latitude 56 Bistro, Bar und Restaurant gesetzt. Hab dort schnell einen Kaffee und eine Sprite getrunken. Auch das zu fairen Preisen hier an Bord. Und dann ging es leider schon wieder von Bord. War natürlich nur mit 20 Minuten eine sehr kurze Überfahrt. Das ist also nur ein kurzer Einblick hier in das Fährschiff Hamlet von Four Sea Ferries. Hier könnt ihr auch nochmal das Schiff von außen sehen. Ja, diesmal nur ein ganz kurzer Rundgang, da ich eben die meiste Zeit im Restaurant verbracht habe und es nur 20 Minuten Überfahrt sind. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch, ein kurzer Einblick zu haben, wie das Schiff von innen aussieht. Hier seht ihr, wann das nächste Video kommt, von wem die Musik stammt. Ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder.